Es ist das beliebteste Edelmetall. Viele sammeln es, veredeln Gegenstände damit, nutzen es als Wertanlage, als Zahlungsmittel und machen daraus den schönsten Schmuck. Man findet es in Gestein und in Flüssen und in meinen Bildern. Warum Gold? Als ich anfing, mich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen, war ich zunächst von der Farbenvielfalt überwältigt. Meine ersten Bilder waren oft farbenfroh, weil ich alle Kombinationen ausprobieren wollte. Aber ich habe schnell gemerkt, dass mir etwas fehlt, das mit Farbe nicht auszudrücken geht. Ich entdeckte Blattgold und habe mich sofort verliebt. Ich wusste, das ist es. Und so wurde es Bestandteil fast aller meiner Bilder. Es ist wahrscheinlich der Effekt, der durch die Kombination von Farbe und Material geschaffen wird. Es ist wohl auch derselbe Grund, warum sich Eheleute einen Goldring machen lassen. Und ein wertvolles Objekt vergolden. Oder ein Kirchengebäude oder ein Tempel damit überziehen. Für mich spiegelt es eine Reinheit und einen Glanz wider, an den keine Farbe herankommt. Es ist enorm wertvoll. Es drückt Heiligkeit aus und der Glanz scheint nicht von dieser Welt zu sein. Tatsächlich geht man davon aus, an der Erdoberfläche finde sich heute nur Gold, das nach der Krustenbildung durch die Meteorite auf die Erde gelangt ist. Deswegen verbinde ich mit Gold oft Attribute der Göttlichkeit und Herrlichkeit. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Es ist nämlich nicht ganz leicht, an Gold heranzukommen. Der Prozess ist oft schwierig und langatmig. Man schürft oder wäscht Gold und bis man es freilegt, muss man an einigen Schichten Dreck vorbei. Für mich hat das auch alles symbolischen Charakter. Was, wenn Gold nicht nur in Minen, sondern auch in Menschen zu finden ist? Wenn das reine, göttliche, schöne, besondere, wertvolle Gold so ausschlaggebend ist, finden wir es auch in dir und in mir. Und jeder besitzt etwas davon, egal wie tief man graben muss. Und genau das erarbeite ich in meiner Kunst. Meine Werke sind zwar auf Ästhetik und Schönheit ausgelegt und betonen Attribute wie Hoffnung, Glaube, Liebe, Zuversicht, Vertrauen und Akzeptanz, aber das Gold, das jedem Bild hinzugefügt wird, zieht außerdem eine Verbindung zu dem Betrachter und spricht Wert aus. Zeigt das, was der ein oder andere in seinem Herzen versteckt und appelliert daran, gefunden zu werden, freigelegt zu werden, in sich selbst und auch in dem anderen. Aus dem Grund findest du unter meinen Werken buntes und eintöniges, viel Mixed Media, 3D-Effekte, Acrylmalerei auf Leinwand, abstrakt und realistisch, Resin auf Holz, Alkoholtinten auf Jupo-Papier und vor allem Gold, Gold, Gold. Ich bin Nathalie Schwarz und ich schaffe goldene Momente. Mit diesem Video möchte ich mich einmal vorstellen. In meinem Account wirst du hauptsächlich Videos zu meinen Werken finden, aber auch ein paar Kurzinterviews zu mir und meiner Kunst, eventuell Prozessvideos bestimmter Werke, damit du mich hautnah beim Kreieren miterleben kannst und gelegentlich auch mal ein Imagevideo. Wenn dich meine Videos und die Kunst darin ansprechen, dann gib mir doch mal einen Daumen und abonniere meinen Kanal. So bleibst du auf dem Laufenden. Gerne kannst du auch noch mehr erfahren auf meiner Homepage www.nathalie-schwarz.com oder auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Nathalie Schwarz Art oder unter meinem Namen auf singulart.com. Viel Spaß beim Stöbern und hoffentlich bis bald. Deine Nathalie.